Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 7 von Elder Scrolls zusammengefasst. Und in diesem Video geht es um den fünften Teil aus der Elder Scrolls Hauptreihe, Elder Scrolls 5 Skyrim. Erschienen ist Skyrim als jüngster Teil der Elder Scrolls Hauptreihe bereits im Jahr 2011. Anders als die restlichen Teile der Hauptreihe spielt Skyrim nicht zur Herrschaftszeit von Uriel Septim, der ja zu Beginn der Oblivion-Krise getötet wurde. Skyrim findet stattdessen knapp 200 Jahre nach der Oblivion-Krise im Jahr 201 der vierten Ära statt. Und der Schauplatz ist die namensgebende Provinz Himmelsrand, im Englischen Skyrim genannt. Inzwischen hat sich seit der Oblivion-Krise auf Tamriel viel getan. Nach dem Ende der mächtigen Septim-Dynastie herrschte im Kaiserreich lange Chaos, bis dann die Mede-Dynastie die Herrschaft über Tamriel übernahm. Inzwischen hatte das Dritte Kaiserreich aber schon viele seiner Gebiete eingebüßt und viele Provinzen hatten sich als unabhängig erklärt. Vor allem die Elfen von Somerset unter der Führung der Talmor hatten mehr und mehr Macht erlangt. Zwischen deren Alt-Meribund und dem Dritten Kaiserreich war es schließlich zum großen Krieg gekommen, den das Kaiserreich verloren hatte. So bestand das Dritte Kaiserreich zur Zeit von Skyrim nur noch aus den drei Provinzen Cyrodiil, Himmelsrand und Hochfels. Wie es für Elder Scrolls Spiele inzwischen typisch war, beginnt man auch Skyrim als ein Gefangener. Man wacht ohne Erinnerungen in einem Gefangenentransport der Kaiserlichen auf. Mit dem Spieler zusammen sitzen ein Pferdedieb und Mitglieder der Sturmmäntel in der Kutsche, darunter auch deren Anführer Ulfric Sturmmantel. Diese sind Rebellen gegen das Kaiserreich und sie wurden bei einem Hinterhalt an der Grenze von Himmelsrand gefangen genommen. Laut Raloth versuchte der Spieler gerade die Grenze von Himmelsrand zu überqueren und geriet dabei in denselben Hinterhalt der Kaiserlichen und wurde ebenfalls gefangen genommen. Zusammen mit den Sturmmänteln wird man in die Stadt Helgen gebracht und da die Kaiserlichen davon ausgehen, dass der Spieler ebenfalls ein Rebell ist, befiehlt die Kommandantin der Kaiserlichen, obwohl es dafür eigentlich keine Beweise gibt, den Spieler ebenso als Rebell hinzurichten. Als der Held bereits am Schafott steht, erscheint dann aber plötzlich ein Drache und greift die Stadt wie aus dem Nichts an. Im Chaos dieses Angriffs können die noch lebenden Sturmmäntel sowie der Held entkommen. Hierbei kann man sich entweder einem Kaiserlichen anschließen und mit diesem den Drachenangriff überstehen, oder man kann Raloth begleiten. Beide Charaktere führen den Spieler dann in das nahegelegene Dorf Flusswald. Die Leute dort sind wegen des Drachenangriffs sehr besorgt und beauftragen den Helden, zur Stadt Weißlauf zu gehen und dort mit Jarl Balgruuf zu sprechen, um für Flusswald um Hilfe zu bitten. Der Hofzauberer Farengar, der sich im Dienst von Jarl Balgruuf befindet, beschäftigt sich auch tatsächlich schon mit den Drachen und beauftragt den Helden, ins Ölsturz-Hügelgrab zu gehen und von dort eine alte Steinplatte mit Informationen über die Drachen zu bergen. Kaum dass der Held aber die Steinplatte zu Farengar gebracht hatte, taucht ein weiterer Drache auf und wird nahe von Weißlauf gesichtet. Zusammen mit einigen Kriegern der Stadt wird der Held ausgeschickt, um gegen diesen Drachen zu kämpfen. Am westlichen Wachturm stellt die Truppe den Drachen und es gelingt ihnen tatsächlich, diesen auch zu besiegen. Und dann geschah etwas sehr Unerwartetes. Der Held nahm die Seele des Drachen in sich auf und erlernte einen Drachenschrei, ein Tuum. So erlebte der Held plötzlich eine völlig neue Fähigkeit, von der er selbst noch nichts gewusst hatte. Auf dem Weg zurück nach Weißlauf ertönt dann auch noch die mächtige Stimme der Graubärte, ein Orden, der auf dem Hals der Welt lebt und den Weg der Stimme studiert und Tuum erlernt. Sie rufen den Helden, nachdem er so seine Kraft offenbart hatte, zu sich. Nach einem langen Aufstieg auf den Hals der Welt zur Burg Hochrodgar können die Graubärte dem Helden weitere Schreie beibringen und ihm helfen, mehr über seine neuen Kräfte zu erfahren. Sie wollen ihn auf den Weg der Stimme führen. Als Probe für die Kraft der Stimme des Helden soll dieser in das Grab von Jürgen Windrufer gehen und von dort dessen Horn erlangen. Die Aufgaben des Grabes meistert der Held gut, doch das Horn fehlt dort. Und stattdessen findet er eine Nachricht, die ihn anweist, sich mit Delfine in Flusswald zu treffen. Obwohl der Held so das Horn von Jürgen Windrufer nicht zurückbringen konnte, sehen die Graubärte aber den Test als erfüllt an. Sie lehren dem Helden den Schrei unerbittliche Macht und geben ihm den Titel Jismir, der Drache des Nordens. Damit ist auch klar, dass der Held wirklich ein Drachenblut, ein Dovahkiin ist. Ein sterblicher Mensch, der dazu in der Lage ist, die Seelen von Drachen aufzunehmen und ihr Tuum vollständig zu erlernen.
Neben dem Erlernen der Kontrolle über sein Tun bei den Graubärten folgt der Held aber auch dem Brief, den er in Jürgen Windrufers Grab gefunden hatte. Die Wirtin Delphine in Flusswald erweist sich dabei als weit mehr, als sie zu sein scheint. Sie ist ein Mitglied der Klingen, den Agenten und Drachenjägern des Kaiserreichs, die aber von den Talmor eigentlich verboten worden waren. Sie vertraut dem Helden ihre geheime Identität als Klinge an und will mit ihm als Drachenblut zusammenarbeiten, um die Drachen zu bekämpfen, da ein Drachenblut der ultimative Drachenjäger ist. Die Fähigkeit eines Dovahkiin, die Seele eines Drachen aufzunehmen, ist der einzige Weg, wie man diese Wesen dauerhaft bezwingen kann. Mit Delphine zusammen besiegt der Held den Drachen Saloknir. An dessen Grab können sie beobachten, wie Alduin, der Drache, der auch Helgen angegriffen hatte, Saloknir aus seinem Grab wiedererweckt. Es ist also Alduin, der die Rückkehr der Drachen verursacht. Und es gilt, mehr über diesen und die anderen Drachen herauszufinden. Delphine glaubt, dass die Talmor mehr über die Drachen wissen könnten. Und man muss die Botschaft der Talmor infiltrieren, um Informationen von ihnen zu erhalten. Über die Drachen findet man von diesen Agenten der Elfen wenig heraus, dafür aber über viele wichtige Figuren von Himmelsrand. Und vor allem über Esbern, ein weiterer Agent der Klingen, der sich in Riften versteckt. Der Held muss ihn unbedingt vor den Talmor erreichen, um zu verhindern, dass die Elfen ihn töten können. Esbern ist ein Experte in der Geschichte der Drachen und tatsächlich weiß er, wo man Antworten zur plötzlichen Rückkehr der Drachen finden könnte und wo man herausfinden könnte, wie Alduin aufzuhalten ist. Der Held muss zusammen mit Esbern und Delphine den Tempel der Himmelszuflucht finden, wo sich Alduins Mauer befindet. Dort an jenem uralten Denkmal erfährt der Held mit der Hilfe von Esbern, dass Alduin der Weltenfresser ist. Der erste aller Drachen, der mit seiner Macht der Welt ein Ende bereiten will. Aber man lernt dort auch, dass es einen speziellen Schrei gibt, mit dem man Alduin, den mächtigsten der Drachen, tatsächlich bezwingen könnte. Nun gilt es also, diesen mächtigen Schrei zu erlernen. Und wer könnte mehr über das Tuum wissen als die Graubärte? So steigt der Held ein weiteres Mal zum Hals der Welt auf, doch die Graubärte können ihm keine Antwort geben, schicken ihn aber dafür zu ihrem Anführer und Gründer, der auf dem obersten Gipfel des Berges lebt. Dieser erweist sich als der Drache Partonax, der einst selbst Alduin gedient hatte, sich dann aber gegen dessen grausame Herrschaft über die Menschen stellte. Er berichtet davon, was einst vor vielen Jahrhunderten im Kampf zwischen Alduin und den Menschen, die gegen ihn rebellierten, geschah. Alduin wurde von den Kriegern damals mit dem Schrei Drachenfall verwundbar gemacht. Und dann mit der Hilfe einer Schriftrolle der Alten versuchten sie, Alduin aus dem Lauf der Zeit zu stoßen und ihn so trotz seiner Unsterblichkeit zu bezwingen. Dieser Plan schien zunächst funktioniert zu haben, doch Alduin war tatsächlich nicht besiegt worden. Denn statt ihn aus der Zeit zu verbannen, hatten die Krieger von damals ihn einfach nur in der Zeit nach vorne in die Zukunft geschickt. Ohne ihn konnten die Menschen erfolgreich die Herrschaft der Drachen brechen. Doch es sorgte auch dafür, dass Alduin später im Jahr 201 der vierten Ära einfach wieder erscheinen würde. Und mit seiner Rückkehr begannen auch die anderen Drachen zurückzukommen, von denen er viele wieder zu erwecken begann. Nur ein Drachenblut würde Alduin jetzt noch aufhalten können. Doch dazu würde der Held nach wie vor den Schrei Drachenfall benötigen. Diesen Schrei kannte aber niemand mehr. Dennoch aber gab es eine Möglichkeit, dass der Held ihn erlernen könnte. Der Versuch, Alduin aus der Zeit zu verbannen, hatte am Hals der Welt eine Wunde in der Zeit hinterlassen. Und mit einer Schriftrolle der Alten sollte es dem Helden möglich sein, dort an der Zeitwunde in die Vergangenheit zu blicken und so den Drachenfall zu erlernen. Damit musste der Held also, um Drachenfall zu erfahren, zunächst eine Schriftrolle der Alten finden. Über die Bibliothek der Akademie von Winterfeste konnte der Dovahkiin in Erfahrung bringen, dass sich eine Elder Scroll möglicherweise in Schwarzweite befindet. In der gewaltigen Höhle unter Himmelsrand, die einst den Dwemern als Wohnort gedient hatte. Und tatsächlich, tief in den Städten der Dwemern findet sich eine Schriftrolle der Alten, in einer uralten Vorrichtung der Dwemer. Mit dieser kann der Held dann zum Hals der Welt zurückkehren und dort den mächtigen Schrei Drachenfall lernen, der Drachen und selbst Alduin verwundbar macht und sie dazu zwingt, zu landen. Kaum dass der Held diese Macht aber erhalten hatte, greift Alduin den Hals der Welt an und es gibt einen ersten Kampf zwischen dem Dovahkiin und dem Weltenfresser. Als Alduin aber erkennt, dass der Dovahkiin Drachenfall erlernt hatte und ihm damit tatsächlich Schaden zufügen konnte, ergreift er die Flucht.
Er zieht sich zurück und geht nach Sovngarde, der Nachwelt der Nord, wo er die Seelen der Toten zu verschlingen beginnt, um mehr Macht zu sammeln. Selbst dorthin zu gelangen, zumindest ohne vorher zu sterben, erweist sich als äußerst schwierig für den Helden, da der einzige Weg nach Sovngarde ein Tempel tief in den Bergen ist, der nur durch die Luft zu erreichen ist. Der einzige Weg dorthin zu gelangen wäre also, fliegen zu können, zum Beispiel auf dem Rücken eines gefangenen Drachen. Und den Himmelsrand gibt es genau einen Ort, an dem man einen Drachen fangen könnte. Die Drachenfeste von Weißlauf, wo einst der Held Olaf Einauge einen Drachen gefangen gehalten hatte. Jarl Balgruf aber will sich keinen Drachen in seine Burg holen, solange die Gefahr des Bürgerkrieges zwischen den Kaiserlichen und den Sturmmänteln besteht. Solange dieser Konflikt eine Gefahr von außen für Weißlauf darstellt, kann es der Jarl nicht verantworten, sich einen Drachen wortwörtlich ins Haus zu holen. Der Dovahkiin muss also erst die beiden Fraktionen davon überzeugen, einen Waffenstillstand zu schließen, bevor Balgruuf ihm helfen kann. Diesen Quest kann man im Übrigen vollständig umgehen, wenn man die Rebellion zuvor für eine der beiden Seiten entscheidet, da dies dazu führt, dass zumindest vorerst die Kämpfe in Himmelsrand zu Ende sind. Um nun einen Drachen in der Drachenfeste zu fangen, erlernt der Dovahkiin den Namen des Drachen Odavik als Schrei, den er dann als Herausforderung an den Drachen rufen kann. Auf diese Herausforderung zum Kampf lässt sich Odavik dann auch ein und der Held kann ihn in der Drachenfeste gefangen nehmen. Er unterwirft den Drachen damit und dieser erklärt sich bereit, ihn zum Tempel Skuldafen zu fliegen, wo sich der Held durch eine Reihe von Trauger, den Dienern der Drachen, kämpfen muss, bis er endlich die Passage nach Sovngarde erreicht. So findet sich der Dovahkiin dann in der Nachwelt der Nord, in Sovngarde. Dort muss er seinen Weg zur Halle der Tapferkeit finden, die durch den Gott Stun bewacht wird, der ebenfalls die Kraft des Helden testet, bevor dieser die Halle betreten darf. In der Halle selbst befinden sich viele alte Helden der Nord und der Dovahkiin trifft auf eben jene alten Krieger, die einst schon einmal gegen Alduin gekämpft hatten. Zusammen mit diesen sucht der Dovahkiin ein zweites Mal den Kampf mit Alduin, um ihn ein für alle Mal zu besiegen. Mit Drachenfall bringt er ihn zu Boden und in einem finalen Kampf wird Alduin besiegt. Interessanterweise kann der Dovahkiin aber Alduins Seele nicht aufnehmen. Sie verschwindet stattdessen nach Aetherius. Als Teil des Zeitgottes Aka konnte seine göttliche Seele nicht wie eine gewöhnliche Drachenseele aufgenommen werden. Dennoch aber war es ein Sieg. Alduins Körper war zerstört und seine Seele in Aetherius. Damit würde er die Welt nicht zerstören können. Zumindest nicht bevor das rechtmäßige Ende der Zeit wirklich gekommen wäre. Der Dovahkiin hatte es geschafft und er kehrte aus Sovngarde als großer Held und Retter der Welt zurück. Er hatte die Welt erfolgreich vor Alduin und damit vor ihrem Untergang bewahrt. Eine wahrlich gewaltige Leistung, doch zugleich war der Einfluss der Ereignisse der Hauptgeschichte von Skyrim recht gering auf den Rest von Tamriel. Während sich aus den Hauptereignissen von anderen Elder Scrolls Titeln, wie der Oblivion-Krise oder der Verwerfung im Westen, große Veränderungen für ganz Tamriel ergaben, war dies durch Skyrims Hauptgeschichte nicht wirklich der Fall. Die Welt wurde gerettet und das war eine gewaltige und sehr wichtige Tat, doch verändert hat sich Tamriel durch diese Heldentat nicht wirklich. Tatsächlich hat man in Skyrim durch Nebenquests mehr Einfluss auf den Verlauf der Geschichte von Tamriel, wie zum Beispiel durch die Rebellion in Himmelsrand oder durch den Mord an Kaiser Titus Mede II., den man als Finale der Assassinen-Gilden-Questreihe durchführt. Zugleich aber liegt Skyrim auch zeitlich ein gutes Stück von den anderen Elder Scrolls-Titeln entfernt. Alle anderen Titel der Hauptreihe spielen oder beginnen zumindest während der Herrschaft von Uriel VII. Und dem Dritten Kaiserreich. Skyrim dagegen findet gut 200 Jahre später statt und das gibt uns einen guten Einblick auf die Geschichte von Tamriel nach der Oblivion-Krise. Wir erfahren, dass das Kaiserreich weitgehend zerfallen ist und dass die Elfen, geführt durch die Talmor, mehr und mehr Macht erlangen. Während also die Hauptgeschichte von Skyrim die Geschichte von Tamriel wenig beeinflusst, erfahren wir durch Skyrim wiederum 200 Jahre Geschichte von Tamriel nach einer der gewaltigsten Krisen des Kontinents, womit die Lore von Elder Scrolls durch Skyrim durchaus stark erweitert wurde. Und natürlich gibt es ja auch noch für Skyrim ebenfalls zwei Story-DLCs, in denen die Hauptabenteuer des Dovahkiin noch weitergehen werden. Und um diese DLCs wird es in der nächsten Folge von Elder Scrolls zusammengefasst gehen. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video in die Kommentare schreiben.
Und ich sage danke an meine Patreons und tschüss YouTube und bis nächstes Mal bei Elder Scrolls zusammengefasst.